ist offline und enthüllt ihre wahre Gestalt. Sie ist ein grausames Monster namens Crypticon. Crypticon stürzt wie ein Stein auf die Oberfläche und brennt auf Rache an den Autobots. Klein, der auf einmal war. Ja, gell? Also, wir fliegen mit ihm im Universum. Er ist 400 Meter groß. Er fliegt auf die Erde. Er ist so, ja, 30 Meter. Glaubst du, der Schrotthaufen könnte einen Absturz aus dem Orbit überleben? Crypticon ist stärker als alles, was ich bisher gesehen habe. Wenn er noch lebt, richten eure Waffen nichts gegen seine Panzer aus. Ihr müsst seine Waffensysteme anvisieren. Danke für den Tipp, Silverbolt. Wir werden vorsichtig sein. Irgendwie fehlt eine Hupe in dem Spiel. Ja. Eine coole Hupe wie in... Cool Ratchet. Hi. In Battlefield cool, 1. Ja, Battlefield 1. Die war einfach Premium, da kannst du sagen, was du willst. War so ein geiles Auto. Der einzige Grund, warum ich überhaupt gefahren bin. Ja, echt so. Und warum kaufst du dir Battlefield 1? Überschild! Naja, ich finde die Waffenphysik geil und das Spiel an sich. Ja, und warum kaufst du dir Battlefield 1? Ja, also ne, ich finde ja das Hupen geil. Komm mal zurück, wo fährst du? Achso, bei dir. Oh, was ich cooles hab hier. Hey, wer ist denn das aufgemacht? Gar nicht, das hat Ratchet aufgemacht. Dann nimm du das Überschild, ich nimm die Heilgranaten. Das große Ding da. Ich hatte ja letztens ein bisschen Burnout gespielt auch, alleine. Irgendwie und so. Mhm. Und da ist mir dann erst richtig aufgefallen, dass die Autos im Burnout unendlich viele Gänge haben. Echt? Die schalten unendlich oft, ja. Das ist total bescheuert. Nice. Dann muss ich sagen, das hasse ich, wenn sowas ist eigentlich. Also wenn es mir nicht auffällt, gut. So wie als wir zu zweit gespielt haben. Willst du einen X18 Verschrotter? Ist das ein ja. Was? Nein, wir kommen nicht mehr zurück! Das hast du es nicht früher gesagt. Weil ich auch erst vorbeigefahren bin und dann, oh. War ja einer. Ja, dann muss ich halt mit der Energon Kampfpistole auskommen. Lächerlich. Ich hab ganz vage, kann ich mich an den Bossfight erinnern, aber ja, ich weiß nicht, was wir machen müssen. Gerade habe ich auch wieder Ahnung, dass wir den gemacht haben, Alter! Ja! Aber Ahnung kann man sich nicht unbedingt nennen. Nee. Einheit darf ich zu blockieren. Also ich habe keine Ahnung mehr, wie der geht. Ich weiß nur noch, dass er da war. Ich drück mal irgendwas hier. Ich geh mal hierher. Ach, mit den Batterien ist das. Obwohl er sie doch mit den Händen, glaube ich, greift oder so. Nee, nee. Wir müssen seine Waffensysteme damit regnen, damit sie überladen. Ach so. Keine Ahnung. Alter! Ja! Mama. Au! Oh. Bist ja. Du? Wo bist du hingeflogen? Ja, cool! Hä? Ich lauf da hinten, nein! Bleib doch stehen! Ich kann nicht! Wow. Alter! Alter, Alter! Oh. Gar nicht knapp, gar nicht Ah! Aua! Was ist denn das für ein Scheiß? Eigentlich.
muss ja zugeben, es wirkt irgendwie wie eine dumme Idee. Oh Gott, ich sterbe auch gleich, warte. Triffst du... Na, es trifft dich nicht mehr. Manuel wieder beleben. Du lebst damit schon wieder, oder? Ich hoffe nicht, dass ich nicht, dass jetzt, sterbe. Ja, die aufhört und dann bist du tot. Das wäre geil. Was für Alter, wir sind alle tot! Nee, das macht doch keinen Sinn, den Film lebt Jetfire noch. Dann nimm. Ach, Überschild. Ja, nimm. Autobots, Crypticon greift gleich an. Was ist das? Wir sind aber alle tot! Mann! Ja, und Jetfire lebt. Ja, die haben irgendwie überlebt. Wir sind die Guten, die sterben. Jazz lebt auch noch. Irgendwo. In unseren Herzen weiter vielleicht, ja. Ja. Aua! Wollen wir überhaupt ausweichen? Ich hoffe. Ich will einfach auf die ganz andere Seite gehen. Ja. Jo. Macht das in der Mitte? Nein. Er schießt ganz komische mit der Rotzkügelchen auf uns. Weißt du, der hat die Rotzkügelchen auf dich geschossen. Ich bin hinterhergelaufen. Das heißt, er hat mich jetzt mal getroffen. Weißt du, anstatt dass er sich umdreht, nein, er macht es einfach, während wir auf ihn schießen können. Er muss seine Brust rausschicken, ein echtes Alpha-Männchen. Achso. Ja, sorry, an sowas denke ich nie. Ich mache ja das Let's Play mit dir, damit du mich aufklären kannst über sowas. Kenne ich mich nicht aus. Natürlich. Aufklärung, Match Christoph. Ja. Lauf mir bitte nicht hinterher, das wäre ein bisschen ungünstig. Ah, er schießt eh nur auf dich. Oh! Alter! Gedodged! Like a boss! Er ist nicht so stark wie er vorgeht. Tekken! Oh, so anstrengend mit denen, man. Die haben doch keine Ahnung, was sie tun. Ja, hä, warum können wir hier uns einen Sniper greifen? Vor allem greifen. Oder ein Granatwerfer. Oh, er hat eine Nase, er ist ein Einhorn. Alter. Passt auf den Schwanz auf! Oh Gott! Der schießt ja. Alter! Voll Skorpion. Ich glaube, er hat gerade wie ein Skorpion zugestochen. Ja. Mischung aus Nashorn, Einhorn, Skorpion und Kitten. Muss aber sagen, er sieht schon arg böse aus. Muss man schon sagen. Der sieht schon ziemlich geil aus, ne? Ja. Ach, was warten wir hier gerade? Was soll noch passieren? Ah ja. Meine Waffen richten überhaupt nichts aus! Optische Sensoren offen halten. Er muss einen schwachen. Hä, wie kann ich das treffen mit. Oh. Oh, nein. Nein! 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 Oh shit. Ich verarschen. Oh shit. Ja, ich kann nicht heilen jetzt. Ah! Nein! Wow. Wow. Nice! Weißt du, ich fliege erstmal hoch, fliege wieder runter. Sah überhaupt nicht komisch aus. Überhaupt nicht. Oh, ich hab wieder Mund. Ja! Nuklear- und Schockkanone ist wieder da. Boah, Küren. Ah, siehst du mal, er hat vier Energiedinge, drei Energiedinge hinten drauf. Für drei Wellen. Geil, der schießt mit Rotzkühlchen. Aua, aua, aua! Wir einfach alles auf dich schießen. Ja, what the fuck? Ich
Schieß mal auf seinen Schwanz, da sind Dinger drauf. Ja, die Dinger kann man schießen. Ja, doch. Ja, kann man. Achso. I'm on my way. Und da ich auch kein Leben mehr hab. Ah, okay, das geht auch. Ach, die kleinen Kackviecher. Meine Waffen richten überhaupt nichts aus. Optische Sensoren offen halten. Er muss einen Schwachpunkt haben. Die Energiekerne auf seinem Rücken sehen schwach aus. Nice, ich habe aber keine Muni mehr. Autobots, Feuer auf die Energie. Ah, scheiße! Okay, ganz ehrlich jetzt aber. Ach, keine Ammo und Munition mehr. Geil, das muss ich auf Nullstrahl zurückgreifen. Da unten ist Ammo. Ich hab nur noch zwei Schuss, Mann. Wie wollen wir das so machen? Ich hab keine Muni mehr. Da unten sind X18 Verschrotter, nimm den und Muni. Du heißt X12 Verschrotter, Mann. Ah ja. Bin halt den coolen gewöhnt. Ja, wir machen ja gar keinen Damage. Alter! Leben ist überbewertet, oder? Da unten. Ja. Kannst du auch gar nicht zielen? Was soll's denn? Alter, hör mal auf, das zu bewegen. Das ist so das Schlimmste von allem. Ja, ich hab dich gerade aufgehalten. Macht nichts. Wenn du mich wiederbeleben kannst, irgendwie. Oh. Aua, aua, nein, nein! Ich muss runter, ne? Für Leben. Nein, nein! Na, was denn? Siehst du später im Video. Ich bin fast vorne runtergesprungen. Ja, weil irgendwie hat er auf einmal sein Ding aktiviert. Sein Rammen. Und da bin ich aber so schnell gefahren dann. Ich bin fast tot. Aua! Alter, wechsel da einfach mal auf mich über. Okay, wenigstens schießt er mit seinem Schwanz nicht mehr. Geil. Es mir fehlt nur noch... Schon, das sind jetzt meine letzten 60 Schuss. Danke. Ist er tot? Ach, ein Triptikon. Über auf. Du hast keine Chance gegen die Hummel. Oh. Ja, weißt du, kriegt er dich einfach noch. Achso, ich dachte, es gehört dazu. Oh. Du hast verloren, Triptikon. Warum machst du es nicht gleich? Oh, Optimus. Alter Haggis, du. Autobots, Bewegung! Im Englischen so Autobots, Rollout! Ja. Triptikon ist besiegt, aber der Sieg ist bitter. Optimus
und die anderen sehen zu, wie ihre Brüder den Planeten in galaktischen Transportern verlassen. Du hast es geschafft. Wir waren das, Ratchet. Wir alle. Heute haben wir viele Brüder verloren. Aber dank unserer gemeinsamen Anstrengungen können viele weiter existieren und sich eine neue Heimat suchen. Optimus, Megatron ist noch da draußen. Und solange wir hier bleiben, müssen wir ihm widerstehen. Aber zu gegebener Zeit werden auch wir Cybertron verlassen. Ich habe einen neuen galaktischen Transporter in Auftrag gegeben. Eine Arche, mit der wir unsere Reise durch die Sterne bestreiten werden. Wohin wir auch gehen, Cybertron wird bei uns sein. Genau da werden wir anschließen in Fall of Cybertron. Also ich will ja nicht sagen, aber ich habe ganz genau gesehen, wie Air Raid, Silverbolt und Jetfire explodiert sind an irgendwelchen Felsen oder wie man das nennen will. Die kann sich erzählen, dass die da jetzt stehen. Alter! Wir sind alle tot! Du hast es geschafft! Wow! Doch, anscheinend schon. Du hast ja gesagt, die überleben irgendwie. Ja, okay. Transformers! An das Lied erinnere ich mich, also wir haben es wirklich mal durchgespielt. Ja, Stan Bush. Said all I want. Das. Keine Ahnung. Das ist ein Clowns-Auto. Dank dir, Autobots, sind wir momentan in Sicherheit. Arcee ist jetzt für Eskalation und den Mehrspielermodus freigeschaltet. Wow, was? Weißt du, Arcee kam nie vor, aber du kannst sie freischalten und sie hat einen Platz in den Credits. Ja, nice. Genauso wie Onslaught. Nein, Demolisher war das, glaube ich. Den man nie spielen kann, den man nur durch dieses komische Patch da spielen kann. Das DLC, das nie für PC rauskam. Oh, cool, Verteidigung von Arakon. Fangen wir nochmal neu an, oder? Nee, danke. Na gut, dann. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr schaltet auch bei unserem nächsten Projekt ein. Was auch immer das sein wird. Irgendwas. Ja. Ja. Ja, irgendwas. Seid dabei. Ja, einfach, seid dabei. Kann auch erst in 3 Jahren kommen, ihr kennt mich. Also. Ja. Ist von daher, ne? Vielen Dank fürs Zusehen. Ja. Hoffe, euch hat's gefallen. Und tschüss. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen. Wow.